Runde 3. Dann haben wir auch nur 3 Videos, Jungs. Also, Darius, Anibia, Ringer. Aufnahme starten. Leider. Ich mich irgendwie hier volltown gegen den Darius One-Trick spiele, ey. Junge. Vor allem hätten wir das, wenn so gemacht, dass wir Darius oder Anibia first picken. Das wäre die Lösung gewesen. Oh, der SL-Typ ist geliebt. Das macht er immer. Also. Anivia. So witzig, ne? Niemand bannt Galio im ersten Game, auch wenn wir gescrimmt haben. Im ersten Game immer frei. Aber es ist einfach so annoying, dagegen zu spielen. Ich habe auch selbst nach dem Game habe ich keinen Bock, gegen Galio zu spielen. Es ist einfach richtiger Fun-Destroyer. Und der war jetzt nicht mal, der hatte jetzt nicht mal wirklich Impact, so. Man denkt immer so, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Dann sieht man's, lieber doch nicht. Rengar Last Ban. Was machen wir, wenn Xayah Rakan und Tristana offen ist? Dann picken wir Xayah Rakan. Ja, aber wir haben doch nur einen Pick. Dann soll die Xayah Rakan picken, mir doch egal. Also, wenn wir für Tristana gehen. Ja, dann picken wir Xayah und dann genau, sollen, wenn die Rakan wegbannen, picken, sind sie eher am Arsch, weil Rakan alleine ist. Genau, für Xayah Blindpick gehen und wenn die dann Tristana Braum oder so picken, können wir immer noch was anderes als Rakan. Die denken sich so, oh, kann ich wieder Xayah bannen? Das ist Xayah, oder? Pick Xayah. Ja. Ja, wenn die Rakan picken, sind sie am Arsch. Das ist ein Statement, Alter. Die werten meine Tristana höher als Xayah Rakan. Schwierig. Ja, das ist halt wirklich, also. Das war jetzt lange gemacht, aber es nicht gebracht hat. Vor allem beleidigen die euch jetzt einfach beide gerade, oder? Also, ein bisschen. Wir beleidigen die gleich auf der Lane weg. Ja. Sind sie leider gefickt in der Lane. Was ist das denn jetzt? Was picken wir jetzt dagegen, Schönes? Was ist denn so der härteste Counterpick zu Rakan Alistar, oder? Nee, nicht zu Rakan, zu Xayah Rakan ist Alistar. Ja, krass, aber mein Alistar ist scheiße. Schade, was picken wir denn, Schönes? Ich kann alles auf der Botlane spielen. Okay, ich pick Alistar. Ja, nein! Okay, was willst du Toplane gegen Camille spielen? Irelia? Akali. Akali? Oh, so ein Irelia will ich mich sehen, ey. Hätte ich Bock. Dann lass doch jetzt Jungler plus Irelia. Oder müssen wir jetzt einen Support sichern? Ja, müssen wir nicht, ne? Also, wenn ihr was blindpicken wollt, dann könnt ihr. Dann würde ich jetzt hier uns auf einer Irelia sehen und vielleicht einen Jarvan? Unlucky? Nee. Mach jetzt bei Irelia. Nee. Alter, der ist schon wieder in seiner Idol-Give-a-Fuck-Stimmung hier, ne? Ey, was denn? Denkst du viel besser? Sag das doch. Könnte halt Camille Jungle sein, ne? Ja, ich hab grad mal überlegt, während ihr da diskutiert habt. Das kann ein Camille Jungle sein, das wirklich. Das hab ich sogar im ersten Game gesagt, da sind wir nicht konzentriert. Mann. Okay, dann müssen wir vielleicht jetzt für die Rede ein bisschen was wegbannen. Ein bisschen am Rumpimmeln, ey. Darf ich Zoe-Support spielen? Nein. Warum nicht? Weil nein. Warum? Stark ist auf der. Ich glaube, okay, der Champ ist echt nicht so stark auf Support. Ich bann Zoe. Ich hab die Macht. Nee, warte mal, ich will die vielleicht picken. Entspann dich. Ich rede gegen Maokai Pox. Du wolltest doch nicht. Was soll das denn jetzt? Nee, also, Leute, ich will die nicht bleiben. Wir könnten jetzt auch weiter AD Carries rausbannen, theoretisch. Ich meine, was haben die denn noch, was mit Rakan gut funktioniert? Ja, Varus. Ja, Varus können wir noch rausnehmen. Oh, ich habe keines gegen. Abseits davon eigentlich echt nichts. Also, die könnten halt Kalista spielen, aber die ist ja genervt worden. Caitlyn Rakan ist nicht gut. Ezreal Rakan, nee, ist eigentlich auch nicht. Die müssten jetzt eigentlich irgendwas Cheesiges spielen. Die spielen halt, oder so spielen. Der Spiel, Second Most Played ist halt Twitch, ne? Aber vielleicht. Twitch Rakan ist halt, wenn du nicht SKT ist komplett terrible. Ich könnte Brand auch spielen gegen Rakan, ist auch nice, weil die keine Xayah haben. So, dann pushen wir einfach komplett rein. Brand ist ja auch richtig gut mit den neuen Items jetzt, ne? Jo. Hier die Bantam. Morgana. Könnte denn noch richtig gut sein mit denen? Ja, so ein Eddie-Carry-Bahn brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht mehr. Aber wenn ihr gar nichts seht, dann. Oh, dann bann mal den Weiger. Ich habe eigentlich keinen Bock, gegen Weiger zu spielen. Und ich habe auch keinen Pick, der dagegen richtig gut ist. Okay. Der skatet halt einfach so dumm vor sich. Also, Morgana? Weiger. Ich weiß, was ich spiele. Ich weiß, was ich spiele. Was denn? Ich spiele Bart, Jungs, Bart. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, es geht so, guck mal, das ist halt kompletter Insel. Ja, aber Twitch Rakan. Du guckst nur auf die Lane. Die Lane interessiert mich nicht. Hä, nachher Lane ist noch easy gegen Twitch Engage. War das fucking Bastard mit Twin Shadows jetzt ja, wieder? Du platzt, meinst du, instant? Ich wette, also ich sterbe weniger als du. Ich würde das hier wirklich auf so einer ultra harten Poke-Pressure. Aber gegen Camille finde ich das Bart sogar ziemlich gut, oder? Weil er kann die Ult hinein. Bart. Weil er halt die Ult hinein kann, weißt du?
Are you sure about Bart? Yes, I am. Lass mir mal Zeit für einen Pick danach. Also, du wirst halt hart engaged von Rakan, oder nicht? Nein. Okay, das trust jetzt, ne? Wenn du jetzt verkackst, dann nie wieder Bart. Dann können wir mal über Midlane-Picks reden? Weil Bart Zaya ist so viel halt ein. Sexy, wenn's Morgana. Ist gebannt. Ei. Aber wir haben jetzt halt noch nicht so eine klare Definition unserer Com. Wir haben schon relativ viel Orianna. Dive, ne? Wir haben jetzt halt so Bart für den Engage, Irelia, Backline-Dive, Zac Engage. Oder du hast Corki als Backline-Pick. Ich glaube, Cassio ist hier der beste Pick. Cassio? Ja. Cassio Blind. Asie wäre hier richtig nice. Nee, Asie wäre ja nicht gut gegen Camilla. Lulu. Alter, Lulu Mitte sehe ich dich. Ja, pick mir Cassio. Malzahar? Was mit Malzahar? Nee, Cassio. Malzahar ist gegen Camille nicht so nice. Okay. Aber wobei es geht. Ah, wir haben jetzt halt zwei Carries, die auf unseren Engage keinen Follow-up haben, großartig. Ne? Also wenn wir Zac jetzt reingeht auf Long Range, haben wir nichts zum Folgen. Irelia, Irelia rein. Ja, also wir haben halt Zac, also wir haben halt einen harten, wir haben halt keine Frontline. Und wir haben halt nicht. Ja, doch, ich bin relativ tanky. Weil ich spiele Aftershock. Okay. Ja, gut. Ich meine, die haben halt schon einen relativ guten Backline-Dive aktuell. Also ich glaube, Teamfights wird echt nicht so einfach werden hier. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Game, wo wir die Lanes stompen müssen. Nee. Nee, sehe ich wirklich nicht. Also, warum? Wir müssen halt einfach nur Top-Lane-Winning-Game. Ja, also wir müssen halt durch die Lanes gewinnen, das meine ich damit. Also Teamfight haben die halt deutlich besser gepickt als wir, finde ich. Lass noch weiter swappen hier. Yeah. Finde ich auch nicht so schlimm. Also wir haben halt ein gutes Front-to-Back, ne? Wir haben halt Bark, Xayah, Cassio, damit kann man halt schon arbeiten. Finde ich. Ja, aber die haben halt einen Backline-Dive und wir haben absolut keinen Peel, so. Also, wir haben halt einmal, also wir können das spielen, na klar. Es ist jetzt, wenn wir, ich glaube, das ist, wenn beide Teams gleich gut wären, würden wir uns hier ziemlich hart kassieren. Aber wir sind ja natürlich besser. Wir sind ja die Besten auf dem Server. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Also, ich finde halt, der Cassio-W ist halt so strong hier. Aber für wen willst du den Cassio-W denn großartig verwenden? Ja, gegen Maokai Camille ist halt insane strong. Aber Camille hat ja mehr Range als sein W zum Engagen. Ja, aber ich denke nicht. Ja, also quasi die Distanz ja schon, aber wenn sie das erste Mal springt und ich leg ihn hin. Dann kann sie den zweiten nicht connecten? Kann sie, wenn sie quasi. Sie müsste über mein W springen. Aber wenn der W deckt ja so einen Bereich, aber in dem Bereich muss sie halt machen. Also ist ein bisschen tricky, aber ich glaube, ich kann das echt peelen für dich. Und vor allem ist Xayah mit der Ulti ja auch nicht One-Shot. Ja, naja, ist halt ja. Also, ich glaube, die haben halt dieses Rakan-Ori. Sie haben einfach dieses. Ich glaube, ihr kommt halt relativ straight up zu spielen, sondern wir müssen halt schon ein bisschen tricksen, aber passen, kriegen wir hin easy. Botlane müssten wir halt auch ordentlich Pressure haben. Wird interessant jetzt das Game. Wird interessant. Wird interessant. Midlane ist Snowball heavy, aber Toplane noch mehr, oder? Ach nee, nevermind, ist ja nicht Camille Top. Ja, wie spielen wir Toplane? Snowball. Ignorieren wir oder probieren wir zu snowballen? Mal, wie es läuft, wenn ich es so gepolt kriege wie letzte, also wie Kamir gegen Shen zum Beispiel, dann kann man es spielen. Richtig schöner Season 1 Irelia Skin. Ja. Das war der allererste Skin, den ich im Spiel hatte. Der ist übel cool, den habe ich mir damals auch geholt, weil ich Irelia so cool fand. Wirklich so. Okay, lass alle in Position. Der ist sogar in den Panels bei Kevin im Stream. Was? Guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Game, Leute. Verstehen wir noch nicht, was? Der Skin ist bei dir im Panel, glaube ich, als Bild. Ach, bei Twitch? Ja. Kann sein, ja. Also Leute, wie sieht es mit den Lanes aus? Botlane hängt halt super hart davon ab, wie wir in UDL performen. Wenn Kutscher gute Qs trifft, dann können wir die Hardbombs in die Lane. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwierig. Also ich glaube, Midlane ist spielbar, weil ich habe Heal und ich würde das eigentlich ganz gerne ins 2-on-2 bringen. Ja, die hat Ghost und keinen Spellbook oder so, ne? Ja. Die ist ein Ball. Ball! Alter. Ja, also ich würd ganz gerne mitlane. Da sehe ich uns. Ja, ist okay. Können wir machen. Ich entscheide je nach Spielverlauf, ob ich Topside oder Botside spiele. Wie vorhin. Schön. Im ersten Game. Schön, Tim. Schön. Ja, aber jetzt wieder, ne, das Game wird auf jeden Fall, haben wir am wenigsten in der Pick- und Bann-Phase gewonnen. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Also, Fokus. Dann machen wir das. Hey, niemand pickt hier meinen Supporter. Hat. Junge, der wird komplett rausperformen, der Junge. Der wird hier. Jetzt wollen wir ihn einspielen. Natürlich. Siehst du? Die haben gesagt, Scheiße, Kutscher und Bart! Oh, mein Gott. Maokai ist schon auf Lane.
Jungle, die werden Blue Buff starten. Oh. Ja, der, weil der DC ist, der Jungler. Das sagt ihr richtig. TS? Okay, das ist TS. Na gut, das ist jetzt nicht so wild. Ob sagt jetzt auf der Lane? Ich kurz mein Headset-Akku. Ich dachte schon, warum die Orianna mir Push Pressure gibt, aber die war wahrscheinlich die, die Pause schreiben musste. Ich lasse die mal wieder ein bisschen pushen danach. Okay, wie geht die Camille vor bei Jungle? Die kann Level 2 ganken, ne? Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Musst du careful sein, kann ich nicht countern. Mitte Bot kann Level 2 Camille kommen. Die, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja. Die Falle Ritter. Ansonsten macht die 2 Buffs und ist dann Topside. Die. Aber. Ja, aber ich finde den Xayah-Pick, der gefällt mir hier. Gegen Caitlyn ist halt ein bisschen langweilig so. So, das Einzige, was halt hier langweilig ist, wirklich so mein einziger Weg, um jemanden zu engagieren, ist ja auf ihn raufzulaufen. So, wenn Caitlyn merkt, willst du vielleicht nochmal den Stecker machen, bevor die Pause zu Ende ist? Okay. Willst du noch den Stecker machen, oder? Dann mach den Stecker vielleicht doch nicht. Ach so, ja, Junge, ich brauche wirklich 2 Sekunden dafür, inzwischen. Okay. 2, er ist Main. Das ist No-Scope. Leashen anscheinend. Ja, die Leashen. Lass nur auf den Level 2 gehen aufpassen. Lass ihn hinter dann auch. Der wardet hier. Ori hat die erste Wave richtig hart gepusht. Sah fast geplant aus. Okay. Aber warten wir schon. Schön. Schön. Ori hat Botside gewardet. Richtung Raptoren, also hier. Bis 23. Oh, so, ein Brainhole. Hat sie Brainhole gesagt bei dir? Brainhole. Bei mir hat sie non-existent gesagt. Okay, also kannst du noch ein Camp machen auf jeden Fall. Ich bin eh viel zu low, um zu gangen early. Ja, wir haben Bot komplette Push Pressure, die können da nicht viel gegen machen gerade. Push auch top. Ich gehe Midlane hier Deep One. Why, die ist Topside. Ich weiß aber für danach, ich hab Zombie-Dings. Topside. Oh, siehst du hier. Scheiß die Wand an. Wo ist der denn? Die ist gerade ins Gebüsch rein. Überleg dir deinen Fluchtplan. Jetzt, was mach ich denn jetzt? Mach dir schon mal alle Möglichkeiten im Kopf bereit. Ah, ich bin so tot. Ist das echt drin? Kannst du nicht den E-Flashen einfach? Will ich das? Der Maokai ist halt übel weit weg. Der Maokai ist übel weit. Ich glaube, ich kann einfach nicht mehr auf der Linie. So, Leute, kurze Preisfrage. Was glaubt ihr, stirbt Kevin bei diesem Gang? Schreibt in die Kommentare, Tod für Tod oder Leben für Leben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir... Eine Nackenschelle. Nichts. Nichts. Wo ist denn die Kamille? River oder Tribush? Die ist schon in dem Busch. In dem Riverbush. Ja, die ist gerade rein. Den letzten Frame habe ich gesehen, wie der da rein ist. Wenn die dich CC, wird der Maokai, wenn er gut ist, wahrscheinlich Flash wehen, oder? Ja, der ist halt weit weg. Der ist noch nicht in Flash-Range. Nee, der ist noch nicht, der ist fast am Turm. Der kommt höchstens beim Slow noch in W-Range und dann kannst du schon unter den Turret flashen. Ich würde dann nicht flashen. Dann kannst du nach links gehen. Also ich würde mich halt anjumpen, dann stun ich sie und dann laufe ich nach links. Ja. Ready. Scheiß, die Wand an, Kevin. Es geht schon los! Warum ging das so schnell los? Das war echt ein bisschen weird. Weil wir Double Unpause gedrückt haben. Alter, ich hab mich richtig erschrocken. Und ich sag immer, ich mach Unpause. Okay, mal spannend nochmal, Junge. Weil ich bin Jungler. Ist mir scheißegal, Junge. Jungler macht das immer. Wenn du Double Unpause machst, dann... Also wenn zwei im gleichen Team unpausen, oder? Ja, welcher genau. Arsch hat das denn gemacht? Ist von Riot so, haben die Bock. Nee, ich mein, wer die zweite Unpause gemacht Gilles hat. Raus, die ist wieder hier. Gilles raus, Bot bei Caitlyn. Ich glaube, wenn du da Flash Auto-Text, Flash ignitest, ist sie sogar tot, oder? Ah, ich hab selber nicht mit dem Damage gerechnet, muss ich sagen. Können wir Mitte? Ja. Junge, Aftershock ist OP. Okay. Ich wurde gerade geradet von dem King of Spandau Caster. Passt, Ori Flash, nice. Ghost. Ja, kannst du nicht mal flamen, warum er nicht castet? Jetzt ich würde Toplane übel hart wegcampen, Kevin. Also ist erstmal so richtig baden. Hart. Ich hab eh einen 5 wieder ab. Jo. Was ist eigentlich die wir dir gerade gegeben haben, ey? Okay, ich glaube wirklich, wenn du geflasht hättest, hätten wir die gekillt. Wahrscheinlich. Bin auch da. Auf Ori einfach. Hat dich geheilt? Ja, das sind meine Jungs.
Was? Ich spiele übrigens Ego-Bart, ne? Gute Arbeit, Beschwörer. Oh, ihre Wölfe sind... Aber ich mach mal wie Trubot. Aber ich bin oben leider. Es halt so, keine Ahnung, die Katie hat halt so null Follow-up auf den Rakan-Gage, das weiß ich nicht. Die einzige ADC, die mit dem Rakan schwingt, ist Tristana. Ja. Oder Kalista halt. Oder Lucian, aber Lucian ist halt scheiße. Oder Xayah, aber hey. Ja, Xayah, okay. Top. Ich kann nur tanken, ich hab Passive. Ah ne, kann ich gar nicht. Okay, ich kann Flash, aber auch noch Flash ab. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Können wir noch einen Hardpushen, habe ich BF sogar. Die sind aber wahrscheinlich gleich wieder da. 3, 2, 1, jetzt dann. Ich glaube nicht, dass sie uns das lassen. Mal gucken. BF hätte mehr Squad, like. Ist okay, Wolf. Ich hab auch Flash ab. Ich dachte, du machst doch so einen krassen Auto-Attack am Ende und Rex genug gegen. Hätte nicht gerecht. Jojo. Flash weiß ich nicht, auch lucky as fuck. Aus der Range geknallt, ne? Nee. Ovimis. Ich bin komplett um gerade. Ovimis, der kann Bot moven. Der passt ist wieder Reh. Ich bin Gucci. Mir ist Hardpush nicht mehr. Ja, ich würde Midlane direkt nochmal, ne? Entspann dich. Ich muss noch resetten. Dann können wir übel hart mit... Passt da auf. Alter, hast du den Minion-Block gesehen, so Alter? Aus dem Leben verbannen, dass sie keinen. Du bist alleine kurz fein, oder? Oder? Ja, und dann tun wir nicht 100% fein. Ich hätte wahrscheinlich für Double Longsword weggehen sollen, das war ein bisschen greedy. Ah, ist okay, ich verpasse nicht so viel wie ihn kennen. Botlane kann jetzt aber auch Alter, die hat eben hier gebordet, aber das war... Also, nee, ich weiß es nicht. Warte, dann gehe ich erst nochmal Topside-Jungle. Die ist hier oben. Weil die hat Bart gerade... Also, du musst aufpassen, Coach, ne? Ja. Die hat dich gerade gespottet, deswegen play die safe. Deswegen nehme ich noch Bottas Mist gerade, Bottas Mist jetzt gerade. Maokai ist auch Mist. Malphite? Nein. Warte, ich will doch keine Angst. Schweißausbruch. Bottas ist immer noch Mist. Also waren die komm, mit, ich will jetzt Mitte kommen. Keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht waren die Early Drake oder so? Hast du da Vision gerade schon? Ja, ich kann hier... Ich komm auch. Haben die nochmal resettet? Ich weiß es legit nicht gerade. Die könnten wirklich überall sein, passt bitte auf. Ne, Caitlyn war gerade hier. Hä? Glaube, die hat da gewardet. Bin da. Rakan ist immer noch, müssen die Rakan ist wieder da. Maokai ist auch hier. Alter, so viel Camp habe ich hier seit Max Haus ist nicht mehr bekommen. Gerade, ich komme auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt hier. Ey, am Anfang, als Elise viable war, habe ich auch gemerkt. Oh, das stimmt, Alter, das war richtig schön. Ich glaube, Elise wird wieder viable. Nee, Elise ist scheiße. Aber mit den neuen Mars Items und mit Early Gangs ohne Runen, ohne Wards, ohne Trackers. Ja, es kann so schön okay. Wieder Chilling Smite gehen hier. Ah, ne, gibt doch Chilling Smite, also die ganzen Smite Upgates gibt's ja noch, ne? Es gibt nur keine Trackers mehr. Jo. Bin jetzt gleich 6. Vor noch eine Weile. Bin jetzt 6. Pushen hier ziemlich hart rein unten. Kannst du followen? Ich, follow. Ja, ich kann pushen und dann follow. Ich kann auch auf. Wollen wir? Komme. Bin da. Ich komm auf. Nice. Oh fuck, die hab ich ein bisschen spät genommen. Das wäre actually nett, ey. Oh, sorry. Sind hier drin? Egal, hier drin? Delivery Service. Alter. Das kann Johnny auch eh. Ja. Können wir machen. Warte, ich komme mit Johnny auch noch hinterher. Ich geh aggro hier. Stunny. Rakan low. Hat kein Flash. League of Legends, Alter. Oh, das war BM. Nö. Nee. Nice. Doch. Mars-Symbol ist alle Kills, du Ficker. Mars-Symbol ist BM. Das war nicht nett von mir. Der hat ja nur Electrocute dafür dabei, Alter. Ja, der Pinguin ist okay. Sorry fürs Mars-Symbol. War Solo-Q-Modus. Oh! Solo-Q-Modus. Solo-Q ist ja nämlich ein Arsch. Jo, richtig. Kann ich so unterschreiben. Ich komm bitte, Johnny. Kannst du hier ulten einfach? Hat kein Ult. Ich hab leider keine. Der Turm? Nee. Können wir da rein? Ja, klar. Da kann Mist. Der hat Flash wieder ab, die Ori. Nice. Hat der was geused? Flash. Okay. Ja, Botlane hat gar keine Sums mehr, oder? Vielleicht Exhaust nee. Noch, aber ansonsten, der hat jetzt auf Exhaust gerade gewechselt. Ja, also Bot können wir hard forcen. 2v2 sollten wir fein sein, mit Gang sollten wir aber auch ultra fein sein.
Okay. Das was ist hast du heute gesoffen, Alter? Ich weiß auch nicht, so meine Formulierung. Deine Wortwahl, dein Wortschatz beschränkt die. Oh, ich komme. Ja, Ulf, komm, Digga, sind halt Standard. Camille ist Mitte, 200 HP. 2 gegen 2 gerade. Aber Camille kann nicht moven. Ja, ist fein. Bist du im AK gerade? Er hat TP ab. Ich komm wieder Mitte. Ich hab so laut Richard im Lack gesoffen, ey. Jo. Schon geschnüffelt, ey. Ich chill wieder unten. Ich bin ultra fein. Wie fein? Bist du mit ohne Gang auch und mit? Wir können auch ganken mit und ohne wieder, ne? Warte, ich mach schon eine Mega-Journey, okay? Mach Mega-Journey. Ja, 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 ich geh mal. Ori ist immer noch Mist, die müsste eigentlich mittlerweile irgendwo wieder sein. Der hat rausgeht, der hat kein Disengage mehr. Rakan. Komm auch, Bot. Schön. Der ist einfach zu gut in die Krise an der Chemie. Junge, ich mach hier das ganze Game, Alter. Was hast du gemacht? Nur die Scheiße hier, du bist einfach nur Killzieler Number One, Alter. Ich komm mit, der kriegt mein Kill. Wir können Bot-Turret forcen. Komm, Johnny, wir holen den Kill. Das wird Turret. Ich komm mit, Alter. Okay, dann nicht Turret, schade. Wollt ihr holen? Ja, klar. Das wieder. Oh. Der Turret war früh, Vielleicht will ich hier. Da doch nicht stehen. Bisschen trollen ist okay, aber lass das trotzdem sauber runterspielen hier. Okay. Wenn ich Backup habe, kriege ich den Turret trotzdem. Seit wann kann man denn die W von Warte mal, Zach warte, Solo, warte. Nein! Nein! Camille, ich sehe Alter. Ich komm mit, scheiß drauf. Okay, ich recalle offen hier. Camille ist. Ah, okay, ja. Moment, die ist darüber. Doch, die kommt jetzt. Zack! Wollen wir vorher noch Dragon oder wollen wir direkt top rotieren? Oh, die Scheiße. Wollt ihr oben töten? Drake noch forcen oder direkt top rotieren? Kevin? Was? Könnt ihr töten, wenn ich komme? Ja. Okay, dann bleib ich einfach noch Bot. Rakan! Das ist der 100%. Das ist echt nicht gesehen, oder? Ich komm hoch. Go. Rakan ist immer noch Miss. Lass die Zügel jetzt mal ein bisschen lockern, ne? Aber das ist hier schon eine Fiesta. Wir gehen für Drake. Bin was zum Auto hinten! Könnt ihr Herald machen? Ja. Wie gesagt, die singen für Drake gerade. Let's go, Kuchi. Keine Zeit für so einen Scheiß. Bitte trotzdem weiter Pinkwards holen, Jungs. Jo. Kälte von hier. Wort, ne? Oh, ist egal. Drei Bot, kann sein, dass die diven wollen. Ich komm mal runter. Das Ausnahmsweise. Okay. Das kannst du nicht alleine machen? Doch. Ich komm dazu. Okay, never mind, die gehen hier nicht. Ich bin fein. Die haben keine Wave. Wieder rauf? Rakan ist. Kann sein, dass Rakan und Camille Mitte sind. Ich glaube, Camille hat aber resettet. Bin mir nicht 100% sicher. Rakan ist sogar mit. Können wir hier unten holen? Ja, ich bin auch auf dem Weg, aber hier ist ein Pin. Ich hab die. Die hat keine Idee. Oh, ich sollte den Herald mitnehmen. Ich hab alles auf Kühlung gerade. Ich komme für ein TP. Nein. Die Ori moved auch. Das fighten. Ich hab keine Ult. Das ist noch eine Journey. Ich put Herald Mitte. Ach man. Sondern dann doch ein paar mehr als ich erwartet habe. Chill, ich hätte noch rauskommen können, wenn ich schnell geflasht hätte. My bad. Schöne Ult. Oh, schade. Und, ich hätte keinen Mana, sonst hätte ich die. Ja, ich geh Mitte. Scheiße. Okay. Close. Ja, hätte ich den eh besser getroffen auf dem Maokai. Hätte ich den getötet. Das Bett. Oh, ich schaffe ein bisschen Dieb. Man, Anakin nutzt sein E zum Farmen, während Ori neben ihm ist. Auf kein TP leider. Ja, lass jetzt mal wieder ein bisschen konzentrieren. So. Wir sind zwar super weit vorne, aber. Ori hat nicht genug Damage, einen Sekt zu finishen. Rakan könnte noch Mitte moven. Komm auch. Du hast die ganze Zeit Flash. Du machst gerade. Er hat die ganze Zeit Flash für dich. Hey, connected. Vor mir redet nicht mehr. Man könnte sagen, ich wurde gerade dezent abgelenkt. Komisch. Wir hatten in einem Kokon gespielt. Meine Freundin. Hey. Jo. Dann ist okay. Ich kam einfach kurz an und meinte so, jo, lass mal machen. Ist ja nicht gestorben. Okay. Ist fein. Hey, deswegen. Weiß auch, und er ist gekommen in der Zeit. Also hey, Pässe von Zack hat Vorteile. Marcus hat 200 Arme, ich glaube, dem mache ich echt nicht so viel Damage. Ja gut, ich kann Flash. Und was? Jetzt ist hier. Also, der Mauke hat 4 Kills, holy shit. Ich muss da unten mal Chaps noch einsammeln. Und die Wave. Ich kann nicht, dass Minions sie kloppen. Dort auch. Oder von diesem Patch gepatcht. So, was ist der Plan? Ich hab keinen Herald mehr. Toplane. Okay, der ist halt relativ tanky, aber ich glaube mit Bart Damage und Sekt Damage reicht das. Ja, ich hab gut Damage gegen den.
So ein bisschen aufpassen, komm, wir könnten hier. Komm, so wir move mit hoch. Warded, ne? Ja, ja, wir gehen hier warden. Ich hab einen Pink. Komm, wir machen eine Journey. Hier? Na, der Jump. Aber hoch? Lass hier auch noch einen Pink setzen. Der Maokai spielt ultra safe. Oh, okay, ihr verkauft mich. Ich gehe wieder Mitte für Prio, lass auf wenigstens halbwegs safe. Das ist nicht so hart, nicht so hart, nicht so hart. Ja, nicht ich will so nur wegfahren. Ich gehe hier nochmal die Warden. Da ist eine Kamel. Ja, chill. Ori kann Bot kommen. Hier ist ein Ping. Fucking Zeppelin, Alter. Bekannt hab. Hätte mit Top kommen eigentlich. Gegen die Tilti wahrscheinlich. Kann sein, dass er rein will. Ja, Kamil top, Kamil top. Wir können die abfangen. Ich hab Ulti. Kamil, auf Kamil, auf Kamil, auf Kamil. Ja. Ich hätte mich zum Auto tanken. Scheiße. Oh, ist gut, ist gut, ist gut. Ori miss, Kevin. Die werden oh, die ist hier. Verkauf, Rakan. Oh shit, er hat geflasht. Ja, lass den Ulti jetzt nehmen. Rakan flash Ult. Okay. Hier ist irgendwo noch eine Ori. Und hier ist jetzt ein Pink Ward. Ori top. Dann gleich hier rüber gehen. Ori top, ich push Mitte. Lass sie nicht fighten, lass sie nicht fighten. Wir kriegen ein Tor, wir sind Unterzahl und die ziehen sich zurück. Aber wir sind doch nicht Unterzahl, Kevin ist hier, nevermind. Ja, wo kann der, ne? Steady Bots. Ich auch. Wo ist Mitte? Kannst du keinen mehr Bottom rotieren? Also nicht, wenn ich scheiße. Ich seh mich da. Ich seh dich da. Ja, das kann sie zu uns nicht bringen. Ich seh mich da nicht, nee. Ghost. Aber die Ghost. Maokai wird mitkommen. Maokai wird mitkommen. Erst raus. Ich würde dann auch resetten noch. Ja. Einer von euch kann Botlane sprinten. Ich kann. Also schon zu spät, aber. Nee, das lohnt sich ja gar nicht. Stay off haben wir, der Junge. Nee, ich resette lieber. Wie sieht das aus? Willst du Midlane weiterspielen, Johnny, oder Sidelane? Ich kann Sidelane. Bin wieder richtig gut dabei. Ich glaube auch, dass du Sidelane mehr Pressure aufbauen kannst als ich und Midlane nicht auffallen. Mit und ohne Gank. Ultra fein könnte man sagen. Drake in einer Minute, lass den einfach mal preparen. Natürlich ist der Maokai echt ziemlich tanky, aber hat nur Armor. Ist Maokai? Caitlyn ist mega unten. Behind. Hat push die Wave aber gerade von uns weg, aber ja, ich werde das mal ein bisschen bestätigen. Also das fuck voll ab, das, haben die das geändert? Man kann jetzt die Zac W in der, im Flug schon machen. Null. Also du blubberst quasi schon im Flug. Schön blubberst. Vorher Maokai kam das erst, wenn du gelandet bist. Gelaufen. Ja, das ist behindert, the fuck? So eine Wave auspushen, dann Dragon Warden. Oder D-Warden. Das ist nicht mehr smooth. Ja, die sind alle top. Ich würde, wenn wir dann Botzeit spielen, erstmal Deep Vision holen, ne? Ja. Wir, weder Ori noch ich haben TP und ich werde die in der Side in richtig zerbersten. Also, ja. wenn wir da ein Setup geben, ist das safe. Eine Vision am Weg von denen. Die haben nur noch Krabbe, die läuft bald aus. Was wird das? Kann es wieder sein, dass da ein bisschen was top jemand top kommt? Ich kann auch Botlane move. Pressure, wir haben jetzt gute Pressure-Bot. Kein Schaden. Wir können Botlane Bot ist am Turret. Ich hab Mitte push, könnt ihr da raus? Ich hab kein TP, ich hab kein TP. Ich bin ja nicht mal drin. Wir haben Maokai TP Advantage. Okay, Caitlyn ist Mitte, nevermind. Maokai TP Advantage, ne? Nicht vergessen. Ja, lass jetzt Drake draußen. Kate. Ich kann auch kommen. Ah, ihr solltet da nicht forcen. Ich komm da nicht ran. Flash und nice, TP bekommen. Lol, nice. Ja, die waren alle hier, das war free. Wir können jetzt Nash, Drake. Free. Ja, nee, aber lass Kevin erstmal Top Pressure, ne? Ich hab Ulti auch, ne? Falls die irgendwie. Mitte. Achso, ich hab Mitte Prio, ne? Aber wir müssen nicht unbedingt Drake machen. Ja, das macht richtiger Cloud Drake, ne? Also da können nur zwei sein, maximal. Maokai ist top gemoved. Okay, da geh ich hin. Oh, kam ich hier? Ja, lass weiter pushen. Push durch. Wir gehen für Inept Turret. Mann, irgendwas hat mich gekämpft. Ja, wahrscheinlich nicht. Drake kann auch Ultimate und Nee, lass für Drake jetzt gehen. Lass für Drake gehen. Okay. Fick Mobis, ey. Ah, Turret und Drake für einen Kill. Kann man machen. Ich geh Mitte wieder wegen Prio. Der Maokai ist Maokai macht's gar keinen Spaß, ey! Ich hab nach dem Reset dann Static. Nein, ich geh hier Fire kennen. Kannst du ja mal mit dem Riot-Mitarbeiter reden? Er fragt doch mal diesen Certain DT, der ist ein cooler Riot, der hat schon sehr viele tolle Reworks und Champions designed. Soll ich der top ist gehen? Übrigens auch. Ich dachte schon, der kann mir gar nicht mehr unsympathisch werden, aber der hat sogar das Grace Rework gemacht. Das Grace Rework war voll cool. Das ist ein triggert. So nicht in meiner Anwesenheit, Tim, bitte. Das ist Maokai. Maokai State.
Kann ich die Redstone nehmen? Nee. Ich hab einen 1 Minute TP. Braucht das Gold. Bitte, Tim. Braucht das Gold. 207 braucht das Gold. Braucht das Gold. Bei Jungen brauchte das Gold. Ja, Junge, jetzt muss ich 200 Gold noch farmen hier. Für. Nicole, wenn du Blimele jetzt nicht lässt. Marokay Smith, Kermit. Also jetzt lass mal wieder zusammen Vision vorbereiten. Alle nehmen Pinkwood mit. Ne? Twin Shadows jetzt, wir können also Gefühl Catches geben. Na gut. Ja, auf jeden Fall trotzdem ein bisschen die Vision aufbauen. Wir haben gerade echt wenig Info. Wie ist der Plan? Botlane ist der T2 down. Ich würde Toplane pressuren. Wenn Uri da hinkommt, zerstöre ich die komplett. Ja, Toplane pressuren, Midlane rauspushen, dann Deep Vision hier holen, Vision am Nash die Warden. Hat jetzt halt kein Gold für den Pink. Da hätte ich den Red gebraucht für. Ja, dafür habe ich einen Red, das ist Mirror. Ich habe auch noch einen Pink dabei. Okay, dann ist gut. Hier ist glaube ich ein Pink. Ist noch ein Pink? Können wir den Pink gehen oder ist das zu risky? Können wir, oder? Ne, ist zu risky. Uri kann von oben kollapsen. Okay. Ist ein Wort. Ich push Top raus, dann können wir das machen. Wir rushen ihn einfach. Weil wir haben guten Nash Damage, aber unser Vision Game ist halt gerade komplett terrible. Okay, komm, bitte. Ja, ist halt fucking Trackers Knife weg, ne? Ja, ja, aber wir können ja trotzdem Wort setzen. Nö, ich hab keine. Dann gucken, ob ich Mitte? Ja. Ich hab Ult, aber der wird jumpen. Okay, ist aber Mitte gerade. Lass mal gucken. Alles in Mitte, wir haben Zeit. Oh, wir müssen fighten. Da bist du dann, Kamel. Boah, du schiebst mich Tunnel, Alter. Okay, von der Seite. Ich weine. Ich bin noch passive. Oh. Sorry. Kommt von hinten noch. E in 3. Kate. Ich komm von hinten für die Kate. Ja, ich brauch ein. Hilfe hier, sonst bin ich dead. Ich brauch Hilfe. Hier, nimm die Pide mal auf. Nee. Die verkaufen dich. Komm, ich komm hier mehr. Lauf nach rechts, nach rechts. Nach rechts, nach rechts. Oh, das wird safe sein. Die waren alle in Position, my bad. Aber ist okay. Gleich wieder Stun. Lass raus, auf den, raus. Ich bin super low, Auf die TP rauf. Ich komme, ich bin auch gleich da. Block jemand? Oh, schöne Ult. Oh. Das war der Rakan. Und da bin ich nochmal golden zum Schluss. Schönen guten Tag. Für die Style Points. Danke dir. So was haben die used? Haben die Maokai? Hat der TP'd? Hier? Nicht der Maokai, ich move. Ich hab grad eh raus. Move. Oh, kannst du holen. Oh, oh lol. Können wir Dings? Mauke tot? Nash, 20, Nash, 35 Kamin? Ja. Ah, die haben mich. Die, oh, wow, okay. Ori ist Bot. Ori ist Bot, allein, die geben den auf. Go for it. Ich hab leider kein Leben. Power Ranger. Ich weiß. Das wissen wir. Haha, den Joke hat noch nie jemand gebracht. Und dein Kind ist schief. Ich kann den schon. Lol, das wusste ich gar nicht. Okay, ich bin Top Wave. Dann resetten wir. Resetten. Ich kannte den Witz schon, Philipp, als ob du ihn nie gehört hast. Philipp. Ich erschieß mich weiter, Anaki. Okay. Kein Leben. Lul, okay, lul. 2 Minuten Nash. Dann lass jetzt wieder das gleiche Spiel einmal weiterspielen, so, ne? Jo. Machen wir. League of Legends heißt das, glaube ich. Alter, ihr seid alle scheiße im Hören. Das mit den Witzen über nochmal, Leute. Komm, schreibt mal euren besten Witz in die Kommentare. Und das ist giga lustig. Achso, ich dachte in den Chat. Oh. Ich geh Base. Boah, der war noch viel schlechter, Philipp. Sag, den fand ich gar nicht so bad. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, eigentlich, ja. Aber ich finde alles mit meinem Namen ganz gut. Hast du auch meinen Arschgeweih? Oh, ja, natürlich. Geil. Das hab ich jetzt umsonst gemacht. Okay, also ich getoppt. Wenn da nichts passiert, töte ich die Erde da oben. Ja. Boah, die haben hier Bock. Ich krieg Mitte Damage. Shit, einfach, ich krieg Mitte Turret. Von hier kann wer kommen, Ori. Ja, ja, ist halt. Geht da was? Keine Samskar, aber ist egal. Nein, warte, wir haben gerade Top Rotation. Lass Mitte weiter pressern erstmal, wir haben noch keine Wave Top. Wir haben keine Kassier, deswegen rotieren wir auch dahin. Wir haben keine Wave Top, habe ich gesagt. Ja, das andere hat Kevin gesagt. Oh, lol. Ich halte einfach den Maokai weg, dann fehlt ihm schon ein riesen Tank. Die mutieren jetzt alle, die mutieren alle nach oben. Ah, da geh ich, da geh ich rein. Ich geh Mitte. Chill, ich geh Mitte. Junge, die waren so einfach raus, geht einfach raus. Die genug auf die Generation. Einfach raus. Nee, nee, Barkanult raus. Ein Q, die Szene ist bereinigt hier. Oh. Okay. Alter, die hält ja gar nichts aus. Schau, Junge, was ist los bei dir? Was denn, ich bin Bartmain, Alter. What?
Haben wir die gerade du killed? Die Kamine? Ja, ich hab fucking Lichtspiel gleich fertig, Alter. Botlane ist auch eine Riesenwave, ne? Falls er kommen wollt, der ist auch relativ low. Mori ist auch tot. Ja, wir finishen, wir können finishen, wir können enden. Warte, ich brauch noch 4 Kills. Okay, und wie geht's dir da unten? Ja, da würde ich mal sagen, ich hab meine Versprechen eingelöst, ich weniger sterbe als Kevin. Das war immer noch ein Ehrenkill, schön im 1v1. Okay, GG. GG. Ja, ich mach den Turm. Nice, mal Leute. Der Rakan? Der Rakan? Oh, der Rakan? Mach die Tür doch, dass ich hier den Nexus hinten kann. Oh, ihr voll Idiot. Junge. Das wäre der Kill. Mehr als Schaden hab ich nicht. Du hast einen Schaden im Kopf. Ah, der Ball. Ah, nein, nein, nein. Finish, finish, finish. Lass dich alle sterben. Bitte. Schade. Oh, nein, das wäre noch ein Kill. Oh, ich hab nur den Kill gekriegt. Ah, schönes Ding, Leute. Ja, das Bootgame hat doch ein bisschen was gebracht. Er war clean, aber. Nö. War auch wieder ein bisschen dirty. Ich glaube, Anarchy braucht irgendwie einen Energy Drink. Nächsten Donnerstag 18 Uhr einschalten, ihr kleinen Ficker. Ich das hier. Nee, ich wurde die ganze Zeit abgelenkt. 18 Uhr, Leute. Ich bin einfach das Ding durch. Jeden Donnerstag. Ich hab schon Kollegen zum Saufen hier. Deswegen. Und diesmal sind wir auch gut dabei. Das heißt, lohnt sich einzuschalten. Ja, aber dein Sekt gefällt mir, Tim. Das kann man auf jeden Fall machen. Danke. Achso, du, ich das. Achso, der Bart ist natürlich immer schön. So gut, ich bin dann raus, ne? Egal ob in-game oder an deinem. Liegt das eigentlich am Bart oder? Der Alkohol ruft. Tschö. Tschüss.